Manchmal geht uns die Kraft aus in diesen Tagen. All die Einschränkungen machen uns müde. Die Corona-Maßnahmen rauben uns die Energie und saugen die Lebensfreude aus unserer Seele. Dieser Weg durch die Krise ist viel länger und anstrengender, als wir am Anfang gedacht haben. Und wir wissen noch nicht einmal, wie lange es noch gehen wird, wie weit das Ziel noch entfernt ist. Wir merken, das Ganze ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. In der Bibel, beim Propheten Jesaja, heißt es einmal: Alle, die auf Gott vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Für mich klingt das fast so wie die Werbebotschaft für einen Energy Drink. Auch wenn du noch so kaputt und ausgelaugt bist, gib nicht auf, denn Gott verleiht Flügel. Gott schenkt uns auch in den langen und schweren Wegstrecken des Lebens immer wieder neue Kraft und Energie. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann wachsen uns immer wieder neue Kräfte zu. Mit Gottes Power können wir weiterlaufen und unsere Müdigkeit, unseren Frust, unsere Zweifel immer wieder überwinden. Vertrauen auf Gott verleiht Flügel. Jörg Gotsche, Protestantische Kirche Erzhütten.